Erkrankungen des Herzens machen sich durch Luftnot, Herzschmerzen, eine wechselnde Pulsfrequenz oder durch allgemeine Leistungsminderung bemerkbar. Für die Diagnose und Therapie von Herzerkrankungen stehen der Klinik für Kardiologie und Angiologie hochmoderne medizinische Geräte zur Verfügung. Mit modernster Technik und nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen werden in der Klinik für Kardiologie und Angiologie des Klinikum Ernst von Bergmann Patienten mit Herzerkrankungen untersucht und therapiert. In der Funktionsdiagnostik zum Beispiel helfen Untersuchungsmethoden wie ein Belastungs- und Langzeit-EKG bei der frühzeitigen Erkennung. Gemeinsam mit einem Team von Oberärzten, von Assistenzärzten ist uns die Versorgung von akuten und chronisch erkrankten Patienten rund um das Herz und das Gefäßsystem sehr wichtig. Dabei setzen wir modernste Medizintechnik ein, versorgen Patienten rund um die Uhr auf höchstem Niveau und immer unter Einbindung der modernsten Leitlinien. Die Behandlungsmöglichkeiten innerhalb der Klinik für Kardiologie und Angiologie sind groß. Dazu gehört auch das Herzkatheterlabor des Klinikums mit einer der modernsten und strahlungsärmsten 2-Ebenen-Röntgenanlage Deutschlands. Hier werden, falls notwendig, alle gängigen diagnostischen Maßnahmen zur Erkennung und Beurteilung von Herzkranzgefäß, Herzmuskel- und Herzklappenerkrankungen durchgeführt. In den letzten Jahren hat die Behandlung von Herzklappenerkrankungen mit Herzkatheter zunehmend an Bedeutung gewonnen, insbesondere beispielsweise zur Behandlung von Verengungen der Aortenklappen, der sogenannten Aortenklappenstenose. Diese Erkrankung tritt vor allem bei älteren Patienten auf und wenn diese Patienten ein deutlich erhöhtes Risiko konstitutionsbedingt in eine solche Operation einbringen, stellt der Aortenklappenersatz, die Aortenklappenimplantation über die Leiste oder über ein Armgefäß oder aber über die Herzspitze eine sehr gute Alternative dar, die wir durchführen, gemeinsam mit Herzchirurgen durchführen in unserer Klinik. Kommt es zu Aussetzern oder schlägt das Herz zu langsam, dann wird den Patienten heutzutage meist ein Schrittmacher eingesetzt. Die modernen Geräte sind klein und die eigentliche Implantation meist nach einer halben Stunde vorbei. Das gilt auch für das Einsetzen eines Defibrillators. Er sorgt bei bestimmten schnellen Rhythmusstörungen dafür, dass es nicht zu einem plötzlichen Herztod kommt. Die modernen Geräte können natürlich im Klinikum jederzeit ausgelesen und auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Unser Spektrum umfasst alle Bereiche rund um das Herz. Begonnen mit der Diagnostik über den Einsatz von Stents oder Herzklappen bis hin zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen, beispielsweise im Einsatz von Herzschrittmachern oder Defibrillatoren oder der Verödung von Herzrhythmusstörungen, wie beispielsweise dem Vorhofflimmern. Gefäßerkrankungen werden in der Abteilung für Angiologie diagnostiziert und therapiert. Die Ärzte arbeiten hier im Rahmen eines zertifizierten Gefäßzentrums mit Radiologen, Neurologen, Gefäßchirurgen und Dermatologen zusammen. Zur Diagnose bzw. zur Festlegung einer optimalen Therapieform kommt oft eine nicht belastende Ultraschalldiagnostik zum Einsatz. Wenn man zum Gefäßchirurgen geht, da kann sich jeder was drunter vorstellen, aber die Angiologen sind eben diejenigen, die sich um die Gefäße kümmern, ohne da was zu operieren. Das ist so die konservative Medizin der Gefäßerkrankung. In der Klinik für Kardiologie und Angiologie werden Menschen mit Herzerkrankungen nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen und mit modernster Technik behandelt. Und jetzt darf ich bei uns den Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie, Herrn Professor Bonaventura, recht herzlich begrüßen. Schön, dass Sie bei uns sind. Das Herz ist der Motor des Lebens, sagt man immer so schön. Welche Aufgaben übernimmt das Herz im Körper? Nun, das Herz steht im Zentrum des Herz-Kreislauf-Systems. Seine Hauptaufgabe ist es, den Körper, den Organismus rund um die Uhr mit Blut, mit Nährstoffen zu versorgen. Das Herz fördert etwa 70, 80 Milliliter Blut mit jedem Ausschlag. Das macht ungefähr 5, 6, 7 Liter Blut pro Minute. Und diese Menge gilt es dann unter Belastung auch noch zu steigern. Das Herz muss also eine Menge leisten. Was kann jeder tun, damit sein Herz kräftig und vor allem gesund bleibt? Nun, die Atherosklerose, die Gefäßverkalkung, gilt als Hauptursache der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Hauptrisikofaktoren dafür sind das Rauchen, der hohe Blutdruck, erhöhte Fettwerte, hohe Cholesterinwerte, aber auch mangelnde Bewegung. Genau dort setzt eben auch die Früherkennung und die Prävention, die Vorbeugung an. Gesunde Lebensweise mit ausreichend Bewegung und einer gesunden Ernährung sind sicherlich ein Schlüssel zur Prävention. Was sind die ersten Anzeichen? Worauf sollte man achten, wenn es um Herzerkrankungen geht? Ja, das Spektrum reicht von leichten Beschwerden, manchmal auch nur ein Leistungsknick der Patienten, bis hin zu stärksten Brustbeschwerden mit typischer Ausstrahlung in den Arm. Manche Patienten klagen nur über Luftnot, manche nur über Oberbauchbeschwerden. Die ganzheitliche Behandlung steht auch im Gesundheitspark Ernst von Bergmann an erster Stelle. Wie wird die gewährleistet?
Wir haben ein komplettes Spektrum der Herz-Kreislauf-Medizin anzubieten, die von der Prävention, der Früherkennung über die stationäre Versorgung mit Hochleistungsdiagnostik und Therapie bis hin zur ambulanten, nachstationären Versorgung oder dem Angebot einer koronaren Herzsportgruppe geht. Ein breites Spektrum also, wenn es um die moderne Medizin geht, gerade in Bezug auf Herzerkrankungen. Was ist da besonders erwähnenswert? Nun, neben einem erfahrenen Team an Ärzten, Schwestern und Assistenzpersonal gehört viel High-End-Technik dazu. Wir haben zwei Herzkatheterlabore, wir haben einen Hybrid-Operationssaal, in dem Aortenklappen implantiert werden, Mitralklappen repariert werden. Wir können alle Formen an elektrischen Systemen einsetzen, um den Herzrhythmus zu unterstützen oder beispielsweise Maßnahmen im Bereich der Nierenarterien durchführen, die zu einer Senkung des Bluthochdrucks führen können. Das Herzkatheterlabor haben wir gerade im Beitrag gesehen und das ist nicht nur modern, sondern auch rund um die Uhr im Einsatz. Unbedingt. Herzinfarkte treten rund um die Uhr auf, an jedem Wochentag. Deshalb bieten wir eine Rufbereitschaft, einen Bereitschaftsdienst an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag an.